So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Wir waren hier in der Eiskaskadenhöhle. Und ja, das letzte Mal habe ich euch auf die Folge gespannt, was dahinter dieser Leiter ist. Und wir gehen jetzt weiter. Wir kommen nämlich jetzt in diesen Teil der Höhle. Der Schutz wirkt nicht mehr. Da ist doch die Lorelei. Lasst eure Griffel von den Pokémon in der Höhle. Tut, was ich euch sage, oder ihr werdet mich kennenlernen. Ah, sei still, Göran, und lass uns in Frieden. Nicht, dass deine Brillengläser beschlagen. Rot, was machst du denn hier? Wir unterhalten uns später. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Hilf mir, diese Wilderer zu vertreiben, ehe sie noch mehr anrichten. Sie haben hier Pokémon gefangen und sie anschließend verkauft. Bist du bereit? Du übernimmst diesen. Los. Was? Wer sagt, dass wir mit dem Pokémon nicht an das anstellen können, was wir wollen? Herausforderung von Team Rocket Rüpel mit einem Zubat. Los, Mike. Ja, das machen wir doch am besten mit einem Steinhagel. Dass diese Rocket Rüpel immer noch so schwach sind. Die hätten sie ruhig ein bisschen stärker machen können. Ein weiteres Zubat. Ich meine, in dem Punkt hier muss man mit der Liga durch sein, damit man hier überhaupt hinkommt. Ich meine, da könnten sie den Levelschnitt schon mal mindestens auf 45 setzen. Und mit 38 hier anzukommen, ist echt noch Panne. Auf jeden Fall mal Level 54 für Mike. Das haben wir nicht geplant. Wie erbärmlich schwach. Du, sprich. Wohin habt ihr die gefangenen Pokémon gebracht? Ich zerschlage eure Organisation ein für alle Mal. Unmöglich, das werde ich nie verraten. Falls du es mir nicht sagst, werden wir dich einfrieren. Mein Lapras ist außer sich für das, was ihr seinen Artgenossen angetan habt. Los, Lapras, Eisstrahl! Bitte nicht, okay, ich sage es dir. Die Pokémon sind im Rocket-Lager auf Island 5. So, jetzt weißt du es, wir verschwinden jetzt. Aber ich bezweifle, dass du es je bis zum Rocket-Lager schaffst. Har, har, har. Rot, danke, aber das ist grausam. Ich bin auf diesen Eilanden geboren und aufgewachsen. Ich hatte keine Ahnung, dass sich diese schrecklichen Kriminellen hier herumtreiben. So. Ja, damit sind wir hier jetzt eigentlich fertig und der hat uns ja auch schon den nächsten Hinweis gegeben. Wir müssen nach Eiland 5. Und hier gibt es ein wildes Europe. Europe, Europe. Europe ist toll. Ich habe ja auch einen Yugong. Also jetzt nicht auf dieser Edition, aber auf meiner Pokémon Omega Rubin, da habe ich ein wunderschönes Yugong. So, der Mike kommt auch mal nach hinten. So. Wir sind hier dann mit Eiland 4 auch eigentlich schon ziemlich fertig. Ich fülle jetzt noch mal ein paar Attackenpunkte auf. Und dann geht's weiter zu Eiland 5. Ach übrigens, für diejenigen, die es interessiert, wie diese Eilande hier jetzt überhaupt aussehen. Ist denn die Karte? Eiland 4 ist nur, ja, diese kleine Insel, da ist nichts außenrum. Eiland 5 ist hier unten. Und hier haben wir noch Eiland 6 und Eiland 7.
Wir machen uns jetzt aber erstmal auf nach Island 5. Weil dort müssen wir als nächstes hin. Hier wird es in letzter Zeit geschäftiger. Ich habe auch in letzter Zeit nicht viele gute Fische gefangen. So, bevor wir das mit dem Rockets erledigen, erledigen wir erstmal die Surferrouten hier. Hier ist eine Sackgasse. Und ich sollte vielleicht mal wieder Schutz einsetzen. Aber gegen Level 16 Tentachas brauchen wir hier wirklich nicht kämpfen. Ups, das war immer schon richtig. Du reist überall hin, oder? Aber du nimmst Rücksicht auf deine Pokémon, oder? Lass mich das überprüfen. Ah, wirklich beeindruckend. Beeindruckend, du behandelst deine Pokémon gut. Ich denke, ich kann dir das überlassen. Bitte, nimm dies. Leider hast du keinen Platz in deinem Team. Hol es dir später ab. Dies ist die perfekte Umgebung, um Pokémon zu trainieren. Ja, wenn hier hohes Gras wäre, würde ich dir zustimmen. Züchter Elena mit einem Pikachu. Wieso gerade ein Pikachu? Na gut, kriegt eine Antikraft. Dann können wir wenigstens keine Statik abkriegen. Ein Pipi. Ja, dann machen wir doch mal einen Flügelschlag. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, aber ich habe Aerodactyl noch den Hyperstrahl beigebracht. Hat er nämlich noch beim Training gelernt. Ich habe mir gedacht, der braucht noch so eine richtige Hard-Hitter-Attacke. Da kommt so ein Hyperstrahl eigentlich ganz gut. Ein Merrill. Und den können wir eigentlich auch gleich mal ausprobieren. Ja, wenn er denn treffen würde. Ist ja nicht so, dass die Attacke eine 90%ige Trefferchance hat, aber da setze ich ihn das erste Mal ein und er geht direkt daneben. Wunderbar. Und macht auch, aber dafür macht der zweite dann dementsprechend einen Volltreffer. Okay. Und weil es das letzte Pokémon war, kriegen wir nicht mal den Rückstoß. So, haben wir das hier erledigt. Da hinten ist ja nichts weiter mehr. So. Dann sind wir hier schon beim Ferienparadies. Der Winkel ist noch nicht perfekt. Malerin Dorothea mit einem Farbigel. Was denn auch sonst von einem Maler? Oder Malerin? Die haben alle immer nur Farbigels dabei. Oh, meine Emotionen sind blau. So, dann machen wir hier gleich weiter. Ich besuche das Sommerhaus meines Freundes, wenn du fragst. Herausforderung von Lady Cornelia mit einem Hopspross. Das hätte schon längst ein Papunga sein können auf diesem Level. Naja. Deine ja, bist selber schuld, wenn du das Viech nicht entwickelst. Papunga hätte ich wahrscheinlich nicht ganz so leicht one-hitten können. Und dann kommt direkt hinterher ein Hubbelupf, das auch schon ein Papunga hätte sein können. Oh, du bist stark. Und du hast und du bist reich, wenn du so viel Kohle hergibst.
Naja, hier gibt es ja, glaube ich, eh noch keine Doppelkämpfe, wenn man zwischen zwei Trainer läuft, ne? Entschuldigung, ich versuche zu malen. Geh mir bitte aus der Sicht. Malerin Doreen. Mit einem weiteren Farbigel. Wer hätte es gedacht? Diese Niederlage, mir wird zu schwindelig. Ach, das. Ah, okay. Ich denke darüber nach, einen Pool nur für Pokémon einzurichten. Lady Gesa mit einem Voltilam. Ja, wenigstens sehen wir hier jetzt auch mal einen Haufen Pokémon aus der zweiten Generation. Noch ein Voltilam. Dann machen wir auch mal eine Antikraft. Und natürlich kommt noch ein Vati. Aber ein Ampharos finde ich eh viel cooler. Also mit dem Hyperstrahl macht er gerne Crits, habe ich das Gefühl. Oh meine Güte. Ein Pool wäre cool, aber ein Solarium wäre noch besser. Nun, was haben wir hier noch? Ich bin ein starker Sprinter, ich bin wirklich schnell. Ein Teenager. Drudilo. Was ist denn das für ein Name? Wer bitteschön gibt seinem Kind den Namen Drudilo? Was haben die Eltern bei dem Namen geraucht, dass sie sich den ausgedacht haben? Ein Tauboga. Kriegt jetzt auch nochmal schöne Antikraft ab. Und Level 54 für Aerodactyl. So, dann kommt jetzt Adrian nach vorne. Und hier haben wir auch noch jemanden. Mit diesen Händen werde ich den Sieg herbeiführen. Probier's mal. Malerin Margarete. Ebenfalls mit einem Farbigel. Irgendwas anderes hätte mich jetzt auch irgendwie überrascht. Da sollte eine Kaskade reichen. Ist ja hier auch noch eine spezielle Attacke. Und geht mit Adrians wunderbar super tollen Spezialangriff. Diese Schande, ich werde rot. So, was haben wir hier? Ein leeres Haus mit einer Menge Pflanzen. So. Aber hier geht's ja noch ein bisschen weiter. Das maritime Leben hier sagt mir zu. Eine Herausforderung von Schwimmer Tobias. Wenigstens mal wieder ein normaler Name. Ein Quapuzzi. Ach. Ich glaube, da muss ich jetzt sogar auswechseln, weil ich meine, der hat einen H2O-Absorber. Also dann kommen wir mal mit Don Marcy hier in den Kampf.
So, ach ja, dann habe ich noch ganz vergessen zu erzählen. Ich habe zweimal die Überreste noch mit dem Detektor gefunden. Daher habe ich dann Don Marcy und Adrian in die Hand gedrückt. Und ich habe Don Marcy auch den Risikotackle beigebracht. Das ist zwar ein bisschen YOLO, aber egal. Hauptsache er macht Schaden damit. Ein bisschen Heilung durch die Überreste kriegt er ja sowieso. Und seine restlichen Attacken sind gerade nicht sonderlich effektiv. Vor allem, weil er noch keine anständige Drachenattacke kann. Ein Tentoxer. Das würde ich gerne erstmal mit ein, zwei Drachenwut anschwächen. Bevor ich da mit dem Risiko-Tackle draufgehe. Okay, jetzt sind wir mit der Drachenwut wahrscheinlich sowieso schon besser bedient. Wobei die Drachenwut wirklich nicht mehr wirklich stark ist. Die beiden jetzt gleich schnell. Ein Blubstrahl. Der sollte nicht allzu viel abziehen. Probieren wir es mal mit einem Risikotackle. Jedoch. Das ist Wahnsinn, du machst Witze. Habe ich eigentlich noch Supertränke dabei? Ja, drei Stück habe ich noch. Muss ich direkt mal wieder einkaufen. So, hier gibt es eine kleine Höhle. Die verlorene Höhle. Ach ja, das ist wieder sowas. Oh, ich dachte, dies sei eine alte Ruine, aber es wimmelt hier nur so vor Geistern. Eine Herausforderung von Ruinenmaniac Wolfgang. Ich glaube, ich muss mir hier gleich nochmal das Wiki aufmachen, weil ich nochmal nachschauen muss. Also ich kenne zwar noch die Mechanik von der Höhle hier auswendig, allerdings, wenn ich die Felsen jetzt nicht sehe, ist es blöd. Ein Georock. Machen wir ebenfalls mit der Kaskade. Noch ein Knogger. Und damit sind wir auch fertig mit diesem Trainer. So. Einen Moment, ich mach mal ganz kurz Pause, wobei wir sind sowieso schon wieder bei 19 Minuten. Ich mache hier mal einen kurzen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut!